Okay, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft Mod Review. Heute zeige ich euch die Installation des Team Fortress 2 Mods. Falls ihr wissen wollt, was dieser Mod so kann, dann klickt jetzt auf das Video hier in der Mitte. Für die Installation habe ich mir schon mal drei Seiten rausgesucht. Einmal die offizielle Seite des Team Fortress 2 Mods hier, dann die Forge-Seite und eine Seite für den Modloader. Den Modloader werde ich gleich nochmal erklären, wozu ihr den braucht oder warum. So, ich werde euch natürlich alle Links unten in die Beschreibung packen, damit ihr nicht so lange suchen müsst. Als erstes scrollen wir hier runter und da sehen wir schon diese Sachen hier. Ich werde zeigen, wie man diese drei Sachen auf einmal installiert. Ihr könnt sie aber auch einzeln installieren, das heißt nur ein Paket runterladen und das installieren. Hier klicken wir überall auf Mirror und dann werden wir auch gleich weitergeleitet zu Adfly. Und dann können wir gleich die Werbung überspringen und danach können wir es runterladen. Die Werbung bringt dem, der den Mod zur Download stellt, ein paar Cents, wenn man da draufklickt. So, das wird runtergeladen. Dann müssen wir ganz kurz auch hier warten. So, und hier auch nochmal überspringen. So, das dauert halt wie gesagt ein paar Sekunden. Und dann können wir es auch schon bei Mediafire runterladen. So. Okay. Und dann nochmal das hier. Was auch wieder sehr lange dauert. Wir können in der Zwischenzeit auch hier Forge runterladen. Das brauchen wir auch. Dazu einfach Downloads Direct und dann Universal. Und dann Link in neuem Tab öffnen am besten. So, und dann wird es auch schon runtergeladen. Da sehen wir es. Und dann nochmal den Modloader. Und das werde ich euch erklären. Zurzeit gibt es bei Mac einen kleinen Fehler oder einen kleinen Bug sozusagen. Da reicht Forge nicht nur aus. Normalerweise muss man nur Forge und den Mod installieren oder die Mods. Aber bei Mac zurzeit muss man dann noch so den Modloader installieren. Und deswegen laden wir den auch runter. Also versucht es zuerst ohne den Modloader. Aber wenn es nicht funktioniert, dann nochmal mit dem Modloader. So, das müssen wir nochmal runterladen. Und dann müssten wir mit den Downloads eigentlich auch schon fertig sein. Dann haben wir unsere Pakete alle. Dann können wir den Browser auch minimieren. Den brauchen wir dann nicht mehr so weit. Und dann öffnen wir unseren Downloads-Ordner. Nehmen alle diese Pakete raus. Hier auf den Desktop. So, okay. Wir brauchen jetzt erstmal das und das. Also einmal den Modloader und einmal Forge. Wie gesagt, also probiert es erstmal ohne den Modloader. Wenn es nicht funktioniert, dann benutzt den Modloader auch. Gut, als erstes suchen wir unseren Minecraft-Ordner. Und zwar bei Windows brauchen wir da hier auf dem Windows-Zeichen, müssen wir da draufklicken und dann in der Befehlszeile %appdata% eingeben. Dann Enter drücken und dann in der Roaming-Ordner sollte der Punkt Minecraft-Ordner zu finden sein. Bei Mac einfach gehe zu, Alt gedrückt halten, das war falsch, Library, Application Support, Minecraft. Bei Windows heißt er jetzt Punkt Minecraft, bei Mac nur Minecraft. Jetzt brauchen wir den Bin-Ordner, den öffnen wir und dann haben wir hier die Minecraft-Jar. Bei Windows brauchen wir jetzt WinRAR, also öffnen mit WinRAR oder 7-Zip würde auch gehen. Bei Mac einfach umbenennen in Punkt Zip noch. So, das möchten wir verwenden. Doppelklicken und dann öffnet sich das hier. Das hier am besten löschen. So. Gut, dann haben wir jetzt diesen Ordner und dann öffnen wir jetzt noch diese zwei Dateien, also auch wieder mit WinRAR oder 7-Zip oder bei Mac einfach doppelklicken. Dann kriegen wir hier auch wieder zwei Ordner raus, dann den Modloader-Ordner öffnen, alle Dateien kopieren, so, und auch wieder hier einfügen, für alle ersetzen. Gut, jetzt Minecraft Forge, da kopieren wir alle Dateien, bis auf, hier haben wir den Pulse-Code, den nicht kopieren, also den nicht kopieren, also den einfach nicht ausgewählt lassen. So, das hier einfügen und für alle ersetzen. So, jetzt suchen wir hier nach dem Pulse-Code-Ordner. Pulse-Code, Sound, Codex und dann hier auch Pulse-Code, Sound, Codex. Da kopieren wir nun diese eine Datei raus, kopieren, einfügen. Wenn ihr das nicht so macht, dann habt ihr auf einmal keine Sounds mehr und dann habt ihr überhaupt gar keine Geräusche mehr in Minecraft. Deswegen unbedingt darauf achten, das so zu machen. Gut, das war's damit. Jetzt suchen wir wieder im Minecraft-Jar-Verzeichnis nach der Meta-Inf, die am besten ganz löschen. So, das war's dann eigentlich mit diesem Teil. Jetzt brauchen wir hier noch einen Ordner, den Mods-Ordner. Falls der noch nicht da ist bei euch, dann einfach erstellen, Mods. Und da ziehen wir jetzt diese drei Dateien einfach rein. So. Und das wäre es dann im Grunde auch mit der Installation. Jetzt sollte es funktionieren. Wie gesagt, falls es so sein sollte, dass es bei euch ohne Modloader funktioniert, also unbedingt mal davor ausprobieren, ob es ohne geht, dann ohne Modloader installieren, falls nicht, dann versuchen mit Modloader. Wir starten jetzt mal ganz kurz gleich eine Welt, um zu schauen, dass es auch geht. So, und wir sind dann im Grunde sind wir fertig. Sehr gut. Es hat also alles funktioniert, der Mod funktioniert, also am Anfang könnte es noch sein, dass ihr keine Sounds habt, aber die sollten dann mit der Zeit auch kommen, also nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, das wäre es dann im Grunde mit diesem Mod-Review. Ich werde das nochmal schließen.
Jetzt mal ein paar Tipps für euch, was es noch so zu beachten gibt. Also, falls bei euch irgendwas nicht geht, dann erstmal schauen, ob ihr alles so wie ich gemacht habt. Das ist das allerwichtigste, Video von Anfang bis Ende nochmal durchschauen und schauen, ob das alles so ist. So, dann habt ihr andere Mods installiert. Es könnten Unkompatibilitäten auftreten, deswegen, falls ihr andere Mods installiert habt, versucht es mal ohne diese anderen Mods. Und dann nochmal, habt ihr auf die Versionsnummer geachtet, das heißt, falls eine neue Versionsnummer von Minecraft draußen ist, dann auch schauen, ob alle Mods auf diese Version geupdatet wurden. Gut, natürlich ist zu beachten, dass mit dem Modloader, also wenn möglich, ihn nicht installieren, falls es abstürzt oder so, dann den Modloader nochmal installieren davor, also Forge, das ist relativ wichtig. Und natürlich schauen, ob ihr auch die Meta-Inf gelöscht habt. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr nochmal das richtige Mod-Review sehen wollt, könnt ihr hier klicken. Und ja, ich verabschiede mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, Leute.